Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wollte ich mal zeigen, wie süß diese ganzen Kätzchen hier schlafen. Das ist übrigens Bauschi, das ist Miauschi und das ist Whiskers. Whiskers hat ein dunkleres Fell zum Beispiel als Bauschi, deswegen ist man das so. Und vielleicht habe ich schon gefragt, wo Flauschi ist. Flauschi ist auf die Couch geklettert und deswegen denke ich mal, dass ich hier gleich einschlafen wird, weil er war schon so müde. Und hier seht ihr auch mal wieder Flauschi. Man muss natürlich aufpassen, dass er hier nicht runterfällt. Wir haben hier schon alles gemütlich gemacht. Was ist denn Flauschi? Hier sieht er dieses Gesicht. Flauschi verabschiedet sich dann mal von uns. Die Geschwister schlafen schon, wie ihr seht. Und sie müssen sich ein bisschen gedreht. Noch so süßes, ein bisschen rosa Mündchen. Oh mein Gott. Und Bauschi träumt gerade. Wir tun ihn jetzt zu den Geschwistern und mal gucken, vielleicht kriegt er sich ja dazu. Und hier seht ihr dieses Whiskers-Muster sogar noch. Flauschi hat anscheinend keine Lust. Oh mein Gott, mir hat gerade gefaucht. Er hat Angst bekommen, weil wir ihn aufgeweckt haben. Und diese Kätzchen sind schon so groß geworden. Das ist meine Hand und das ist ein Kätzchen. Schon sehr groß. Und Miauschi ist mit Whiskers und Flauschi eine der zahmsten Kätzchen. Bauschi ist nicht so zahm, aber trotzdem, ganz normal. Aber am zahmsten ist auf jeden Fall Miauschi. Den nehme ich die ganze Zeit und er schläft manchmal bei mir. Und unglaublich ist dieser Miauschi. Miauschi hat übrigens auch Knickohren. Und da kommt schon Flauschi. Und sie wollen sich kratzen. Flauschi denkt gerade nach, ob er sich dazulegen soll oder nicht. Er entscheidet sich wohl doch für das Körbchen. Oder auch hinter das Körbchen. Und weg ist dieser Flauschi. Hier zeige ich euch nochmal, wie die alle schlafen. Und Bella ist gerade zu Flauschi gegangen, der hinter diesem Körbchen gerade ist. Und die sind alle so unglaublich süß. Und noch so dick, falls ihr das seht, dieses Bäuchchen ist unglaublich. Alle sind sehr gut gefüllt, weil Bella zum Glück viel Milch hat anscheinend. Dass alle so glücklich und voll schlafen können. Und die Kätzchen sind gerade übrigens 4 Wochen alt, falls ihr es nicht bemerkt habt. Also 4,5 kann man schon sagen. Und die haben schon alle solche kleinen, aber sehr guten Zähnchen. Und wie ihr seht, falls ihr was hört, Flauschi ist ein bisschen aktiv. Hier sind nochmal alle drei Kätzchen zusammen. Und ich muss sagen, diese Kätzchen sind sehr schlau, weil wir haben halt so solche kleinen Klos aufgestellt. Und die sind schon
sehr gut daran gewöhnt. Also sie gehen wirklich nicht auf den Teppich wie unsere alten Kätzchen, sondern gehen echt nur in diese Ecke, wo diese Klos und Zeitungen sind halt. Und das finde ich schon unglaublich, dass sie so klein sind, aber sie haben noch kein einziges Mal so einfach so in der Mitte des Zimmers oder so gemacht. Sie gehen immer nur in ihre Ecke, wo ihr Klo steht. Das ist unglaublich. Brav. Und was für ein Zufall, gerade ist Flausche einfach aufs Klo gegangen. Also wir haben so ein Biostreu, was halt auch so aus Zeitung oder sowas besteht, weil unsere ersten Kätzchen, die haben halt normale Streudeckel gemacht und natürlich riechen die das und kriegen das an die Nase und so. Und das ist halt sehr gefährlich, weil dann kriegen sie es in die Nase oder verschlucken das und dann kriegen sie keine Luft mehr. Aber vergraben sie es auch nicht so gut. Und deswegen haben wir halt so ein Streu genommen. Das ist halt. Das kann man halt auch einfach essen. Ist nicht so schlimm, wenn man das isst. Also das kann ich auch nur empfehlen, weil das ist so Pappe und Zeitung und nicht gefährlich wie irgend so ein Chemiezeugs, was man da verschluckt und sterben kann. Also kann ich empfehlen. Also ein paar Babys sind schon ein bisschen aufgeweckt worden. Und die legen sich irgendwie die ganze Zeit anders hin. Und das ist unsere Bauschi. Und ihr seht, ihre Knieohren sind unglaublich knickohrig. Hui. Und sie ist eigentlich auch sehr zahm. Und das ist unser Miauschi. Und der Flauschi kommt auch dazu. Und Bauschi ist so süß. Sie liegt einfach so da. Bauschi. Oh, diese Augen, die sind unglaublich. Und sie riecht. Oh, jetzt waren es noch zwei. Bausch ist aufgewacht und glaube ich, die will die anderen aufwecken, wie es aussieht. Okay, ich lasse sie jetzt so schlafen. Das war's dann mit meinem kleinen Video. Oder der große, das dauert schon 7 Minuten. Und ja, dann tschüss.